Er schläft. Komm später wieder. Und was wirst du machen, wenn ich es nicht tue? Komm nicht näher! Nicht! Ich habe es dir gesagt. Lass uns einfach in Ruhe. Und ich hätte nicht gedacht, dass du dazu fähig bist. Geschweige denn eine Verteidigungsstruktur, die so komplex ist. Beeindruckend. Warum hast du das nicht schon früher gemacht? Es ist ja nicht so, als hätte ich dir keinen angemessenen Grund gegeben. Du hast mir gesagt, ich solle vorsichtig sein. Natürlich. Du verursachst mehr Schaden als 1S, auch ohne Training oder Übung. Das ist wirklich faszinierend. Ja, du. Bleib weg von uns. Oder ich werde dich dazu bringen. Bleib weg. Dem muss ich später nachgehen. Nein, nicht! Nun, wie lange ist er jetzt bewusstlos? Er wacht nicht auf, seit die Lichter angingen. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte Angst, du würdest wütend werden oder ihn verletzen. Ich dachte, ich könnte es reparieren, aber... Keine sichtbaren Verletzungserscheinungen. Was stimmt nicht mit ihm? Wirst du ihn reparieren? Kann ich mitkommen? Bitte lass mich mitkommen! Er wird Angst haben, wenn er aufwacht! Bitte, ich kann dir helfen! Das könnte eine Nebenwirkung sein. Ich muss ein paar Tests durchführen. Bitte, ich kann helfen, geh nicht! Nicht! Lass mich hier nicht alleine! Bist du wach? Schätze ich. Mein Kopf tut weh. Was ist passiert? Du warst über einen unbestimmten Zeitraum hinweg bewusstlos. Du scheinst unverletzt zu sein. Somit glaube ich, dass es stressbedingt war. Stress, hä? Ich frag mich, wie das passiert ist. Vielleicht wegen dem Laser, der die ganze Zeit in meine Augen geschossen wird? Nur ein Gedanke. Nun, ich sehe, es hatte keinerlei Einfluss auf dein Verhalten. Bedauerlicherweise. Hey, vielleicht würde weniger Stress das wieder beheben, ha? Vielleicht weniger Foltern und so. Könnte ein Versuch wert sein, weißt du? Genug. Wenn du wach bist, kannst du zurück in deine Zelle gehen. Ich bin sicher, dass Subjekt 2 sehr auf deine Rückkehr gespannt ist. Mein Bruder? Ist er okay? Ach verdammt, ich muss ihn halb zu Tode erschreckt haben. Er ist sehr an deinem Wohlbefinden interessiert, weißt du? Ich frage mich, wie weit er bereit wäre, für dich zu gehen. Was soll das heißen? Kein Wort mehr. Komm mit. Oh, Bruder, es tut mir so leid. Ich habe versucht, dich zu beschützen. Wirklich, aber... Hey, mir geht es gut. Es ist okay. Mir geht es gut. Beruhig dich einfach. Ich wette, du hast einen tollen Job gemacht. Was auch immer du getan hast. Du musst mich warnen, bevor du so etwas tust. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ja, ich werde dir das nächste Mal sagen, wenn ich einfach grundlos ohnmächtig werde, okay? Solltest du. Was für eine Überraschung, Sie hier wiederzusehen. Nun. Ich brauche etwas Spezifisches. Oh, wie zum Beispiel? Haben Sie... das hier. Kleines böses Ding. Nun, es ist genau das, wonach ich gesucht habe. In diesem Fall macht das 50 Gold. 50 Stück. Hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Sir. Danke. Und grüßen Sie die Jungs von mir!
Alle magischen Messwerte sind konsistent mit einer etablierten Basislinie. Hochintensive magische Sender wurden erfolgreich an das Subjekt gebunden. Bedeutet das, dass ich es gut gemacht habe? Jetzt zur Bestimmung des Grads der Kontrolle und der Wirksamkeit der Explosion. Sobald das Exemplar verstorben ist, wird der Kapselprototyp verwendet, um die Seele aufzubewahren. Was soll das heißen? Du wirst den Anweisungen folgen. Das klingt so, als ob ich etwas verletzen soll. Das Exemplar wird sterben, ja. Ich will das nicht tun! Notiert. Bereit. Behälter ist vorhanden. Vitalzeichen sind normal. Subjekt 2, zerstöre den Behälter und seinen Inhalt. Ist da etwas Lebendiges drin? Ja. Ich greife das nicht an! Es könnte verletzt werden! Das ist der Punkt. Das ist schrecklich! Das werde ich nicht machen! Subjekt 2, du wirst den Anweisungen folgen. Nein! Ich werde überhaupt nichts töten! Ich werde mich nicht wiederholen. Nein, ich weigere mich! Wenn du den Anweisungen nicht folgst, Subjekt 2, wird es Konsequenzen geben. Nein, lass ihn in Ruhe! Alles, was es braucht, ist eine Berührung. Du wirst den Anweisungen folgen. Ich werde nicht... Werde ich nicht... Ich werde es nicht tun! Du kannst mich nicht dazu bringen, ich werde nichts töten! Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich werde es nicht tun! Ich werde es nicht tun! Ich werde... Ich will nie jemanden töten. Niemals, niemals, niemals. Ich weiß, ich weiß. Warum soll mein Bruder Dinge töten? Weil es meinen Zwecken dient. Versuchst du ihn so ähnlich zu machen wie du? Interessante Theorie, aber er ist zu... Weil er zu mutig ist, als jemand so wie du zu werden. Das ist eine interessante Wortwahl. Was weißt du über Tapferkeit? Ich weiß, egal wie viele schreckliche Dinge du uns antust oder wie viele schreckliche Dinge du uns noch zufügen wirst, er weigert sich aufzugeben. Er sieht all deine Dunkelheit an und er sieht nur Licht und du versuchst ihn hineinzuziehen und er sagt immer wieder Nein. Und das ist mutiger als alles, was du jemals getan hast oder jemals tun wirst. Nun sag mir, was würdest du tun? Was? Was würdest du tun, wenn jemand versuchen würde, deinen Bruder zu töten? Würdest du kämpfen, um jemanden zu retten, den du liebst? Oder würdest du ihn sterben lassen, um einem imaginären Ideal treu zu bleiben? Was wäre dann Mut? Pazifismus ist in der Theorie nett, aber nicht so einfach, wenn andere getötet werden. Du hättest andere retten können, wenn du gehandelt hättest. Du bist wertlos im Kampf. Aber wenn du die Fähigkeit dazu hättest, hättest du die Fähigkeit zu töten. Würdest du töten, um ihn zu beschützen? Was ist dir wichtiger? Sein Leben oder seine Ideale? Was würdest du tun? Wie weit würdest du gehen? Und was noch wichtiger ist, wenn du jemanden töten würdest, um ihn zu beschützen, glaubst du, er würde dir vergeben? Was wäre dann Mut? Er ist eine bessere Person als du. Das war ja schon immer. Du erzählst mir nichts, was ich nicht schon weiß. Was du nicht verstehst, ist, dass es keine Rolle spielt. Gut, böse. Es läuft immer auf das gleiche Prinzip hinaus. Du tötest oder du wirst getötet. Das kann nicht alles sein. Das ist alles, was zählt. Du nennst es Tapferkeit, ich nenne es Dummheit. Aber so oder so, eines Tages wird er deswegen sterben. Und ob du etwas dagegen hättest tun können, diese Frage wird dich verfolgen, egal wie lange du danach lebst. Du musst sicherstellen, dass du mit deinen Entscheidungen leben kannst.